Hallo zusammen aus Phuket und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Discover Thailand. Heute werde ich mal wieder ein paar Orte mit dir erkunden. Los geht's hier beim Banana Beach. Lustigerweise hat sogar jemand da oben eine Banane hingelegt. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier ein Stückchen runterlaufen. Schaut schon mal richtig schön aus. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera schon erkennen kann, aber da unten ist schon das Meer. Man hört richtig die Wellen, wie sie an den Strand klatschen. Und von hier oben schaut das schon richtig schön aus. Das könnte ein richtiger Traumstrand sein. Schaut euch mal diesen Strand an, das ist doch echt wunderschön. Eine kleine, ruhige Bucht, hier sind kaum Leute. Da hinten sind auch noch Palmen. Aber mein Highlight ist definitiv das hier, dieser wunderschöne Strand mit den ganzen Steinen hier. Das macht richtig Spaß, hier durchzulaufen. Und ich würde sagen, ich packe jetzt noch kurz die Drohne aus, zeige euch das Ganze so ein bisschen aus der Luft, denn da hat man ja oft noch ein ganz anderes Bild. Und in der Zwischenzeit fahre ich dann weiter zum nächsten Ort. Jetzt habe ich am Weg gerade doch noch eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Ich wäre fast dran vorbeigefahren, aber schaut euch mal das an. Hier führt so ein Holzsteg runter zum benachbarten Naiton Beach. Das schaut doch richtig schön aus. Sieht zwar nur aus wie so eine Mini-Bucht, aber vielleicht kann ich ja zwei, drei Fotos machen. Das ist doch echt der Hammer. Also ich kann es kaum glauben, dass ich hier fast dran vorbeigefahren wäre. Das schaut wunderschön aus. Wahrscheinlich sogar noch schöner als der vorige Strand. Und ich muss mich kurz verbessern. Ich glaube, das hier ist noch nicht der Naiton Beach. Der wäre da hinten um die Ecke. Das ist, glaube ich, einfach eine kleine Bucht davor. Kann natürlich auch sein, dass gerade Flut ist und dass man sonst da hinten um die Ecke laufen könnte. Also auch echt wunderschön hier. Und das Beste ist, ich bin fast ganz alleine hier. Und jetzt wurden meine Füße nass geduscht. Einmal nicht aufgepasst und schon kommt die Welle und duscht mich nass. Blöd gelaufen, aber ich glaube, das ist es wert bei so einem schönen Strand hier. So, jetzt muss ich aber wirklich in die Gänge kommen, sonst schaffe ich die ganzen anderen Orte nicht mehr, die ich mir für heute vorgenommen habe. Aber das war schon mal echt ein richtiges Highlight. Schaut euch das an. Etwas versteckt, oben am Straßenrand wäre ich fast dran vorbeigefahren. Da auch eine Baustelle direkt daneben war, wo ein Haus gebaut wurde. Das lohnt sich auf alle Fälle. Kommt hier vorbei, wenn ihr die Möglichkeit habt. Can I go through? Ah, you in Thailand, my house perfect. You here? Yeah. Let me see. You here? You go back. This one. So my house 6. Okay. Thank you. Inzwischen hat es mich zum nächsten Strand verschlagen. Schaut eigentlich ganz nett aus. Aber jetzt guckt mal, was auf der Seite hier ist. Ich weiß nicht, wie gut man es in der Kamera sieht, aber da hinten ist der Flughafen. Und mit etwas Glück
sieht man die Flugzeuge hier direkt über den Köpfen starten und landen. Jetzt muss ich eigentlich nur noch abwarten, bis ein Flugzeug kommt. Aber schaut euch mal den Strand hier an. Das ist doch auch richtig schön. Aber weit und breit noch kein Flugzeug in Sicht. Langsam macht sich jetzt die Unruhe breit. Es bringt sich schon jeder in Position. Und da oben kommt auch schon das Flugzeug. Ich hoffe, ihr seht's. Ja, ich glaube, das war jetzt nicht drauf. Hoffentlich habe ich noch ein paar Versuche. Ja, hat auch jetzt ganz gut geklappt. Ich habe gerade am Strand noch einen Abonnenten getroffen, haben uns noch ein bisschen ausgetauscht. Aber jetzt muss ich dringend weitergehen. Ich gehe hier fast ein in der Sonne. Ich brauche irgendwas zum Trinken. Sonnencreme wäre auch ganz gut. Und dann habe ich noch ein Ziel für heute vor. Und zwar möchte ich einen Wasserfall hier in der Nähe besuchen. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich wollte gerade am Navi den Weg zum Wasserfall eingeben. Und dann sehe ich, dass der in 20 Minuten zumacht. Ich aber über eine halbe Stunde dorthin brauche. Das heißt, ich schaffe das unmöglich, dorthin zu kommen. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass es irgendwann mal zumacht. Aber der gehört zum Nationalpark. Ich glaube, man muss dort einen Eintritt bezahlen. Ja, und nach 17 Uhr kommt man da nicht mehr hin. Von daher geht es für mich jetzt zurück in die Altstadt, denn dort gibt es heute noch einen richtig schönen Nachtmarkt. Ja, das ist jetzt der Nachtmarkt in der Altstadt. Der hat jeden Sonntag von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Und ihr seht schon, hier ist einiges los. Aber ich bin, um ehrlich zu sein, richtig durch. Allein die Heimfahrt hierher hat über eine Stunde gedauert. Das heißt, insgesamt war ich heute vielleicht zwei Stunden, fast drei Stunden auf dem Scooter unterwegs. Das heißt, ich glaube, ich werde jetzt hier nur ein paar Bilder machen, vielleicht ein paar Mini-Clips einblenden. Aber hier jetzt noch ein großes Video zu machen, das mache ich irgendwann mal separat, das packe ich heute nicht mehr. Von daher schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke dir wie immer unten in der Videobeschreibung die Google Maps Links zu den ganzen Locations. Und ja, dann war es das für heute. Vielen Dank dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!